Ein neuer Skandal erschüttert die Automobilindustrie. Fünf größten deutschen Autobauer, VW, BMW, Mercedes, Porsche und auch Audi, sollen über zwei Jahrzehnte geheime Absprachen über Technik, Preise für Bauteile und Auswahl der Zulieferer getroffen haben. Im Rahmen des Kartells wurden wohl somit auch die Grundlagen für den aktuellen Dieselabgasskandal gelegt. Nachdem die Ermittlungen der Kartellbehörden immer mehr Hinweise auf die illegalen Wettbewerbsverstöße ans Tageslicht brachten, erstattete VW beim Bundeskartellamt eine Selbstanzeige. Diesem Beispiel ist dann auch der Mercedes-Hersteller Daimler gefolgt. Durch die Offenlegung versprechen sich die Hersteller geringe bis keine Strafzahlung an die Kartellbehörden. Doch was bedeutet das Kartell für die Endkunden? Folgen des Kartells können die Ausmaße des Abgasskandals deutlich in den Schatten stellen. Denn hier sind bei weitem nicht nur diese Fahrzeuge betroffen. Natürlich muss man das Ergebnis der Ermittlungen abwarten. Aber potenziell könnte jeder Autokäufer durch das Kartell einen Schaden erlitten haben. Denn eins ist klar, Wettbewerbsverstöße gehen immer zulasten der Endkunden. Wie hoch wäre der Schadenersatz? Der Anspruch würde die Differenz vom Preis ohne Kartell im Verhältnis zum Preis mit Kartell betragen. Jeder Autokäufer der betroffenen Autohersteller könnte diese Differenz verlangen. Darüber hinaus ist der hohe Wertverlust der Dieselfahrzeuge schadensrelevant, denn der Wiederverkaufswert bei Dieselfahrzeugen fällt derzeit sehr stark aufgrund der erhöhten Abgasmenge. Wie schwierig wäre die Durchsetzung dieser Ansprüche? Große Hoffnung setzen wir in der erst im Juni 2017 in Kraft getretenen neunten Novelle des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb. Mit dieser Novelle wurde die private Rechtsdurchsetzung erheblich gestärkt. Einer der zentralen Punkte des neuen Gesetzes ist die Aufnahme einer Vermutung, wonach ein Kartellverstoß auch zum Schaden führt. Darüber hinaus wurden sowohl die Einsicht in die Ermittlungsakten als auch die Beweisführung für die Betroffenen erleichtert. Außerdem hat der Gesetzgeber die Gerichte mit der Befugnis ausgestattet, den entstandenen Schaden zu schätzen. Und schließlich sind die bisherigen Verjährungsfristen von 3 auf 5 Jahre verlängert worden. Bis Verbraucher ihre Ansprüche hier im Kartellrecht durchsetzen können, wird aber noch viel Wasser in den Rhein herunterfließen. Es kann noch Jahre dauern, bis die Kartellbehörden das Verfahren abgeschlossen haben und bis dahin müssen sich die geschädigten Kunden noch gedulden. Aber was können Sie jetzt tun? Hier sind Sie nicht allein auf Ihre kartellrechtlichen Ansprüche angewiesen. Kunden, deren Fahrzeuge vom Dieselskandal betroffen sind, können Schadenersatzansprüche gegen den Hersteller zustehen. Und eine weitere sehr effektive Möglichkeit, sich von dem betroffenen Fahrzeug ohne finanzielle Verluste zu trennen, bietet der Widerrufjob. Darunter versteht man die Möglichkeit der Rückabwicklung des Autokaufs mit Hilfe des Widerrufs der entsprechenden Autofinanzierung. Denn eine Großzahl der Kreditverträge unterschiedlichster Herstellerbanken enthalten fehlerhafte Widerrufsinformationen. Wurde ein Verbraucher aber nicht ordnungsgemäß über seine Rechte belehrt, so kann er sich durch einen Widerruf auch Jahre nach dem Vertragsabschluss nicht nur von der Autofinanzierung, sondern gleich auch von dem finanzierten, gebrauchten Fahrzeug trennen. Das gesamte Ausmaß des Kartells wird sich erst in den nächsten Monaten zeigen. Die wirtschaftlichen Schäden könnten die Folgen des Dieselabgasskandals weit übertreffen. Schon jetzt steht aber fest, die illegalen Absprachen haben das Image der Industrie gewaltig ramponiert. Das ohnehin erschütterte Vertrauen der Kunden werden die Traditionsunternehmen nicht mehr so einfach wiedergewinnen können. Sollten Sie hierzu Fragen haben, bitte ich Ihnen Folgendes an: Nutzen Sie unsere kostenlose Erstberatungshotline oder schreiben Sie uns an. Wir beraten Sie gern dazu. Vielen Dank.